So, weiter geht's bei Let's Play Mega Man X. Wieder keine Ahnung, Stage. Ja. Sting Chameleon. Okay. Ach, dann versuche ich mal mein Bestes nochmal. Letztes Mal ging er mir ja ziemlich auf den Sack. Also das ist jetzt die dritte Aufnahme heute. Also das dritte, also die 30. Minute anfangen. Also. Ja. Was? 30 sind wir gerade? Ich weiß, wo sind wir gerade? 20 Minuten? Ich hab vielleicht 21 Minuten so. Aber ich denke mal, das ist jetzt der zweite Part. Ach so, ja, genau, stimmt, das ist ja. Ich denke mal, du machst so 20 Minuten Part und dann wird das neue Part sein jetzt so. Ich mach meistens immer 20 Minuten Part. Meistens, kann allerdings auch mal anders sein. Also diesmal hast du auf jeden Fall bessere Chancen, seit du die Rüstung hast. Das ist schon mal nicht so schlecht. Weil ich meine, der Schaden ist halbiert oder so. Und was auch neu ist, dass Mega Man, glaube ich, so eine Block mit dir gemacht, wenn er getroffen wird. Na okay, für dich ist der Boss bestimmt nicht so ein großes Problem, aber für mich ist der schon mehr Problem. Ich sag mal so, Wasser ohne mag ich nicht so gerne. Ich glaube, es hat auch schon geschafft, aber No-Hit kannst du vergessen. Niemals. Das versuche ich niemals. Es sei denn, ich bin gerade an dem Plakant im Kopf. Man weiß ja nie, ne? Und manchmal hat man so einen kleinen Stich im Kopf. Ja, das kann schon mal passieren. So dumme Sachen macht. Erbringt. So dumme Sachen. Junge. Du nervst. Weißt du das? Na, jetzt habt ihr ungefähr gleich viele Leben übrig. Gefällt mir nicht. Bekommt ein Dislike von mir. Was hältst du von dem Gegner-Design? Was meinst du jetzt? Offener Schlechtman-Skala von 1 bis Schlechtman. Meinst du jetzt wirklich Design oder meinst du Programmierung? Programmierung, Design, halt so gesamt. Naja, es geht so, finde ich, nicht unbedingt schlecht programmiert. Naja, man kann ja im Grunde allen ausweichen. Wenn man gute Reflex hat. Design selbst ist ja, also weder besonders schlecht noch besonders gut. So. So, zweiter Part geht der Physik. Ich glaube auch so sein Schiff inzwischen noch. Ja, das war jetzt schon besser. Allerdings das ist der zweite Part und Fan Kill. Von dem Boss, so sieht es mit aus. Na, allerdings war das auch jetzt mit Rüstung. Ja. Du kannst gerne mal einen Run machen ohne Zusatzrüstung. Könnte ich. Aber keine Ahnung, wann ich das mal machen werde. Ich weiß halt, dass ich damals zwei Durchläufe aufgenommen habe. Nur bei mir war es halt einmal mit einem Secret-Dings und einmal ohne Secret-Dings. Ich glaube, ich habe angefangen mit bei zwei Durchlauf ohne. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Zusatz-Items kriegen würde. Das einzige Zusatz-Item, was am Ende nicht vermeiden kannst, ist die Waffe. Okay, wo gehe ich hin? Ich würde sagen, die Armadille lässt in Ruhe den Erft. Ja, das kann ich mir denken, aber die Bosse nerven hier sowieso generell die meisten. Boomerang Kuvenga heißt der im Remake. Ich glaube, die haben es nur gekürzt oder später einfach hinzugefügt, das Boomerang. Das ist durchaus denkbar. Oh, ich habe sogar drei Leben. Wo kommen die denn her? Ach, du hast doch vorhin eins eingesammelt irgendwie. Danke sehr. So. Das sind erweiterte Versionen von diesen Sniper Joes, ne? Kann man so sagen, ne? Sieht ein bisschen aus. Nur mit Morgenstern. Ich weiß nur nicht, wie die heißen. Weiß ich auch nicht. Ja, mein Freund, würdest du bitte mich treffen? Genau. Meine Fresse, stelle ich mich gerade. Ach, ich stelle mich so doof an. Aber egal. Das kennen wir schon seit dem Anfang des Let's Plays von X. Ich erinnere das noch. Da hast du recht. So wie ich mich hier in eigentlich all meinen Videos dumm anstelle.
stelle mich auch auf Doom an. Das nimmt bestimmt Energie ab, diese roten Laser. Ja, die Laser aktiviert diese fliegenden Teile, die du nicht abschießen kannst. Also die schießen dann alle gleichzeitig auf dich, die dann im Bild sind. Ob das auch der Fall ist, wenn er außerhalb des Bildschirms ist, weiß ich nicht. Ach so, ich habe das jetzt verstanden. Jung. Da, ja, gut. Gut, dass meine Ausweichskills natürlich total vorhanden sind. Die waren natürlich... Du weißt jetzt, was passiert, wenn du sagst, leck mich, ne? Ich sag nur, heißt die Chameleon vorhin, ne? Meine Fresse. Der hat das aber auch wirklich wörtlich genommen. Der hat dich damit umgebracht. Ich glaube, der war so heftig, dass wegen mein Herz verkriegte. Ja. Gut, ich bin auch da. Moment. So. Oder Mega Man ist verblutet, weil er Nasenbluten gekriegt hat. Interessante Theorie, aber. Oh, scheiße! Das weißt du in Animes, wo halt so Jungfrauen, wenn sie halt zum Beispiel Brüste sehen oder so, so extrem Nasenbluten kriegen. Wo es dann so von Themen mäßig rauskommt. Das Beispiel, was ich gerade machte. Ich kenne ja nicht so viele Animes, deswegen kann ich das so nicht sagen. Ja, sowas gab es zum Beispiel bei Dragon Ball. Geht's da rechts lang? Nee. Oder doch? In den Tod? Ich weiß, ob du in den Tod hüpfen möchtest. Geht nicht lang, ich muss es einmal testen. Das sah erst so verdächtig aus. Mega Man, würdest du bitte, besser gesagt X, würdest du bitte dann an deinem Verhalten arbeiten? Vielen Dank. Welches Verhalten? Ja, war sein Verhalten ist inakzeptabel. Warum? Weil er gerade getroffen wurde. Warum wurde er getroffen? Ach, lass mich doch. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Weil er doof ist, fertig aus. Ich kann nichts dafür. Oh Mann, verpiss dich. Das war der Spieler unfähig wäre. Aber gut. Ich bin doch nicht unfähig, nein. Ich gebe lieber dem Spiel die Schuld, das ist einfacher. Danke sehr, dass du die Seite nicht greifst, mein Freund. Ich frag mich schon, ob ich den Mittelpunkt erreicht habe. Aber werde ich ja sehen, wenn ich mal sterbe. Ja. Na, eine Fresse. Ja, natürlich ist er wieder da. Warum ist er auch nicht da? Und ich muss da einfach mal, ja, geschickt. Ich sagte geschickt. Danke sehr. Früher habe ich ja gar nicht gewusst, dass es hier Walljumps gibt. Das waren noch Zeiten, ne? Ja. Aber jetzt auch schon ein bisschen her, das war ja Juli, August so. Okay. Und da hast du noch mit Tastatur gespielt? Ja, jetzt spiele ich es auf Gamepad. Was du aber, glaube ich, schon gesagt hast in den letzten Aufnahmen-Session. Ich glaube ja. Jetzt wieder her. Mehrere Wochen. Gute Frage. Ups, scheiße. Hätten wir gesagt, ein Wochenende aufnehmen oder wie war das? Oder am nächsten Tag oder sowas und dann kam gar keine Aufnahme zustande. Ja, es ist auch immer, ja, nicht immer leider machbar mit der Aufnahme. Bei mir lag's nicht. Ich weiß, dass es nicht an dir lag. Ja, jetzt hast du die Zuschauer. Jetzt ja, wissen sie es, ja. Jetzt wissen sie es. Es lag einzig und allein an Mega Man X. Ja, genau. Er ist schuld. Also keine Lust, sich steuern zu lassen von dir. Ich glaube, ich hatte am Wochenende da irgendwas vor. Ich weiß gar nicht mehr was, deswegen ging es nicht. Ja, wenigstens auch nicht mit einem Wort geschnitten, hoffe ich.
Also, weil der überraschter Cut, weil wir nicht auf die Zeit geachtet haben. Genau, überraschender Cut, weil wir nicht auf die Zeit geachtet haben, aber wir sind jetzt nicht besonders weiter. Da kommt ja zum Glück eine Meldung immer. Ja, so. Super. Megaman, die Leiter zu greifen, beißt nicht, wirklich nicht. Du kannst auch an der Wand hängen bleiben, Warjumps. Kann ich auch. So, willkommen beim Gegner gleich. So, das ist auf jeden Fall schon mal ein Speicherpunkt, ein Mittelpunkt, klar. Ja, das ist einer. Besser gesagt, der Boss-Speicherpunkt. Hast du kurz Pause gedrückt? Was habe ich gedrückt? Aber mir war kurz das Bild Spaß. Hast du da irgendwie Pause gemacht? Nö, ich habe keine Pause gemacht. Nee, ja, so ist es. Okay. Ist auch so ein kleiner Freund, ne? Der hat irgendwie was von, glaube ich, Quickman und Cutman. Und von dem anderen, glaube ich. Ja, weil er so schnell hin und her piept. Der ist ein feiger Hund. Wirklich, der ist feige. Welcher Gegner hat denn noch die Angewohnheit, dich zu packen und hochzuschleudern? Auf dem Classic Mega Man. Weiß ich nicht mehr genau. Fällt gerade keiner ein. So, first try. Geht doch. Gut, dann war es nur noch einer. 7 von 8 hast du. Wie bei Deus Fuck Machina. Ja, wie bei Deus Fuck Machina, genau. Das Spiel Flash ist eigentlich einfach. Ja, Flashman ist eigentlich einfach, ich weiß. Den hast du jetzt schon 1000 Mal gebracht. Ja, warum wohl? Livestream. Ich war nicht schuld, es ist mir so rausgerutscht. Naja. Du weißt schon warum. Gut, das lasse ich mal kurz da laufen. Alles klar. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall zu ihm hier rein. Ja, war das ja. Hattest du in der vorherigen Stage irgendwo ein Item gesehen, wo du nicht rankamst? In welcher Stage? Boomer Dinger? Ja. Eigentlich nicht. Hatten wir das schon geholt? Ich bin gar nicht wurscht. Ich hab aber nicht so drauf geachtet, ob du dies verstirbst. Ich hab aber auch nicht so drauf geachtet. Hast du erst gelegt? Ah, verdammt, du hast wieder überlebt. Darf ich's nicht überleben? Ach so, weiter links gab's so eine Fledermaus, die man aus dem Classic-Teil hatte, ne? Was konnte man? Eine Fledermaus, die ist man. Die kennst du aus Mega Man 2, Woodman State. Ach so, ja, das stimmt. Die droppt hier so gut wie immer Leben. Das weiß ich nicht, aber wenn er es sagt, dann glaube ich dir. Wieso? Okay, das alte Mal schon geholt. Wenn der nächste Matcher kommt, wie du gerade gejagt wirst, ne? Ja. Versuch mal entweder Stormtornado oder diese Flammenwaffe, um die zu erledigen. Vielleicht schaffst du den dann schnell genug. Dass du dann an die Lebenserwartung rankommst. So, als kleiner Tipp. Welche Waffe soll ich versuchen? Storm Tornado oder dieser Flammenwerfer. Okay. Wo ich jetzt den Namen nicht weiß. Ach, du kennst meinen Namen nicht bei Mega Man X? Ich dachte, du kennst da alles in- und auswendig. Nicht alles. Ich kenne auch nicht alle Gegner nach. Mega Man X ist ja so ziemlich dein Fachgebiet. Gibt welche, die haben mehr Ahnung von. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Heide mehr weiß. Da weiß ich halt nicht, wie viel er weiß. Deswegen kann ich sagen, ob mehr weiß oder nicht. Aber ich denke mal, er kennt auch die ganzen Secrets und so halt das Wichtigste. Also ich schätze mal, wir sind da in etwa gleich im Stand. Vermutlich. Also nicht, dass da noch irgendwie was noch falsch verstanden wird. Ich kann dazu nicht sagen, weil ich habe gar keine Ahnung von Mega Man X. Aber ich gehe davon aus, dass er bei X2 mehr weiß als ich. Möglich, ich weiß ja nicht. Ist das sein Lieblings-X-Spiel? Würde ich sagen, kenne ich X1, 3 und 4. 5 geht so ein bisschen. Den meinte ich mit der Sprache. Was soll ich machen? Ach, Firewave hieß es. Storm Tornado. Oder Flammenwurf. Ich glaube, der Flammenwerfer war das, was ihn schneller killt. Muss halt nur nah dran stehen und die ganze Zeit mit feuern.
anscheinend eine Nachtwache. Ja, das war die Wache. Was hat's mir jetzt gebracht? Dass er diese Fläche, wo du da hochfahren kannst, nicht vernichtet. Ach so. Ach so, jetzt sehe ich, was er mir gebracht hat. Und du hast mehr Lebensenergie. Das ist natürlich praktisch. Da bist du mal ohne Seitjump gesprungen. Oder Deadjump. Falsch. Du solltest auf der Plattform bleiben. Mein sicherer Tod? Du kommst sonst nicht zum Ziel. Ich hab mich nicht getraut, weil du nicht weit genug springen kannst. Ich hab mich nicht getraut, weil ich dachte, ich erwarte gleich einen Abgrund. Egal, da gehe ich halt zurück. So weit ist es ja auch nicht. Okay, es ist schon weit, aber... Deck mich. Und... Oh. Das war aber jetzt knapp. Da habe ich so ein bisschen, nicht richtig die Taste gedrückt. Also die Vögel müsstest du mit Einschuss bedienen können. Aber da halt auch ein bisschen rumfliegen, glaube ich, machen sie keinen Schaden. Tot. Oder nicht. Verdammt, du hattest wieder Glück. Oder hast du dich noch erinnert? Ich bin nicht so blöd. Ich hab das Spiel jetzt schon ein bisschen durchschaut. Ja, das mir passiert das zwischendurch noch, dass ich dann spät springe, weil ich das Timing nicht weiß. Ach so, okay. Ja, mit Timing. Bin mal gespannt, ob er dich wieder killt mit deinen eigenen Schiffen dir zurückschleudert. Und zwar genau auf die Art. Ziemlich kacke. Aber diesmal hast du durch die Rüstung auf ein paar leichtere Chancen. Ja, ich hoffe, dass ich ihn irgendwie besiege. Wenn mir gerade nicht so eine doofe Mücke vom Kopf umfliegt. Oh, nervig viel. Mücke? Ja, ich habe hier eine Mücke gerade, die hier irgendwo rumfliegt. Ja, fliegt halt auf dich. Obwohl du bestimmt lieber Frauen hast, die auf dich fliegen. Definitiv, ja. Wer hat das nicht gerne? Okay, ich hab... Ach, warte. Jemand mit einer Frauenphobie? Zum Beispiel. Okay, ich geh nochmal rein. Es gibt, glaube ich, Menschen mit einer Pädophobie, also halt Angst vor Kindern. Okay. Die hatte jemand durch ein gewisses Ereignis, also ein Trauma, bekommen. Sehr. An den genauen Zusammenhang erinnere ich mich nicht. Ich freue mich jedenfalls schon, wenn du Mega Man X2 spielst. Das kann ich mir denken. Ja, schießt nicht so scheiße. Obwohl das vielleicht ein bisschen früh gesagt ist, hat ja. Noch nicht mal in der Sigma Stage bist. Noch ja, nicht. Das stimmt. Aber ich sehe schon bald kommen. Lange wird's mit. Nervst, mein Freund. Zum Ausweichen, wenn du nach links willst, zum Beispiel, und weiter kommt auf dich zu, dann ist vielleicht mal der schon noch nicht gelaufen. So ein kleiner Vorschlag. Ich glaube, das Dashen siehst du selten in Betracht, hat der Klassik gewohnt. Scheiße, ich hab. Jetzt hab ich. Der Versuch war gar nicht so schlecht, jetzt hab ich's verbaut. Scheiße. Ach, wird schon, es klappt schon. Also jetzt nicht unbedingt, aber es wird schon klappen. Die Frage ist nur wann. Ich sehe gerade, dass wir schon bei 49 sind. Ich sehe schon, dass ich jetzt tot bin, also ist es egal. Gut, dann machen wir das halt im nächsten Part weiter. Genau, ja. Bis dann, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. O1 und...